Das wirklich generally accepted accounting principle sein. Das ist eben auch national anerkannt in der Schweiz oder eventuell im Ausland. Jemand von Swiss Gap 15, denke ich, Swiss oder Swiss, kleines Land, das interessiert niemand wirklich. Das ist sicher qualitativ hochwertig, oder? Aber eigentlich, ja, wir machen das jetzt halt anders. Oder? Und was man eben auch gesehen hat, wenn man ja einmal eben IFRS gehabt hat und all die ganzen Notes und die Informationen zusammengezogen hat aus dem Konzern und die Konsolidierung und alles, der ist eigentlich ein einfaches auf Swiss Gap Fair umsteigen, weil der kann man einen grossen Teil von der Informationen, die man schon hat, kann man den weglassen. Es ist immer einfach, Sachen wegzulassen, als wieder zuzugewinnen. Oder? Darum aus technischer Hinsicht, in dem Sinne accounting-technischer Hinsicht, ist es eigentlich unproblematisch. Oder? Und in der Schweiz ist das eigentlich auch eine private Stiftung, Fachkommission. In dem Sinne auch auf einer Stiftungsbasis. Und jetzt, je nachdem, wie jetzt das neue OR-Rechnungslegungsgesetz ausgestaltet wird, werden Swiss Gap Fair zusätzlich Gewicht gewinnen kann, wenn ihr wirklich auf Konzernebene oder wenn ihr wirklich eine grosse Gesellschaft seid, nach einem anerkannten Standard müsst Rechnung legen. Und dann wird auch der erste Schritt im Swiss Gap Fair sein, tendenziell. Rechtsnatur. Momentan ist es noch so, dass grundsätzlich eben eigentlich freiwillig ist, außer sie sind kotiert. Im Nebensegment, dann müsst ihr Swiss Gap Fair machen. Wenn ihr eine Not-for-Profit-Gesellschaft seid, oder eine Non-Profit-Gesellschaft und eine CEWO-Zertifizierung wollt, dann müsst ihr auch Fair 21 haben, dass ihr dort den Stempel drauf bekommt. Und wenn ihr auch nach BVG, dann müsst ihr Fair 26 anwenden als Pensionskasse. Und auch Versicherungen werden jetzt mit Fair 14 und Fair 41 angedeckt werden. Also das ist eigentlich die Pflicht, weil es von der Branche her so muss gemacht werden. Aber grundsätzlich wäre das sehr viel, dass wir Kunden haben, die OR-Abschlüsse handelsrechtlich, die man zugehanden von der Generalversammlung macht und testiert und dann auch im Auftragsverhältnis zuhanden des Verwaltungsrats noch einen Swiss Gap Fair Abschluss macht. Weil sie gleich auch betriebswirtschaftliche Werte haben für Entscheidungen zu fällen. Es ist ja auch so, dass der Swiss Gap Fair rund 24 Standards. Kurze Standards, bei IFRS sind inzwischen 39, das noch müssen updaten, wie IFRS 9 jetzt noch gekommen ist. Und rund 27 IFRIX und SICs Interpretationen dazu. Bezüglich der Bilanz, was ihr dort so für Informationen müsst liefern müsst, ist klar so, dass ihr nach IFRS mehr Details müsst liefern müsst, also zwei, drei Sachen rauspickt. Unter anderem müsst ihr eben steueraktiv und passiv müsst ihr separat zeigen, die Bilanz vorinnen. Und auch müssen wir unterscheiden zwischen laufenden Steuern und Deferred Tax, also latenten Steuern. Die müssen Renditenliegenschaften separat zeigen und auch Beteiligungen in assoziierten Gesellschaften, also Equity-Beteiligungen. Und das ist in Swiss Gap Fair, wenn dort im Fair 2 ist, glaube die einzelnen Ziele schauen, ist das nicht aufgeführt explizit. Was auch nicht explizit in der Bilanz müsst zeigen oder in der Erfolgsrechnung ist, wenn ihr jetzt einen Betriebszweig schliessen wollt, sogenannte nicht fortgeführte Aktivitäten, Discontinued Activities, die muss man nach IFRS klar ausscheiden. Und dass man eben ganz klar als Bilanzleser oder der Leser von der Erfolgsrechnung klar sieht, was ist das Geschäft, das die Gesellschaft weiterhin mit betreiben und was ist der Teil, den sie verkaufen will. Das betrifft die Erfolgsrechnung im Sinne eben nicht fortgeführte Tätigkeiten und Bilanzteil, wenn ihr gewisse Sachen verkaufen wollt, nicht mehr weiter brauchen, sondern eben verkaufen. Dann müssen die auch anders bilanzieren und bewerten. Speziell noch, Swiss Gap Fair ist das explizit drin. Das sind die Positionen außerordentlicher Erfolg, außerordentlicher Ertrag. Das ist explizit erlaubt. Nach IFRS nicht. Da dürft ihr nicht sagen, außerordentlich, sondern ihr müsst das entsprechende Tätigkeitsgebiet eigentlich zuordnen.